To nije ništa od ničega. A zato si s njih cvjeta? Pa to je njegov, to je njegov lični dokument. Is this in the EU? Batman. Yeah? Yeah? Asa. Günther! Ja? Wo sind wir jetzt? Ja, wo sind wir jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwo in Kroatien. Du, möchtest noch eine Stellungnahme abgeben zu den Passkontrollen, ja, an der Grenze? Ja, ich habe leider keinen Pass und die Identitätskarte, die Originale, ist noch nicht hier. Deswegen habe ich die temporäre, also an DIN A4-Zettel. Aber Gott sei Dank kann ich das kennen vom Alten und die Nummer passt und die Herrschaften an der Grenze müssen mich im System suchen, was sie ziemlich anzipft. Deswegen fragen sie mich ständig, what is wrong with you? Das schaut willig aus eigentlich. Ja, oder? Schaut gut aus, oder? So könnte der Gunther heute Spaß haben. Wollt ihr auch da bleiben? Nein, ich hab eine Freundin. Ach so. Günther, schau. Das sind deine Reisepapiere, gell? Da brennt den Scheiß an, dass ich wieder sehen kann. Bist du jetzt zufrieden mit der Situation? Hätte schlimmer werden können. Ja, vielleicht wird es ja noch. Warte, Günther, du hättest ja auch 14 Tage in Quarantäne gehen können. Ja. Also man sieht, ein bisschen Pech, also man hört da drüben ziemlich laute Musik. Ja, also du könntest vielleicht heute noch ziemlich viel Spaß haben. Ist das dein Sweet für heute Nacht? Es gibt auch gratis Tee. Gratis Tee? Ja. Wie schaut's aus mit Slidowitz? Leider nicht. Nicht? Bleibst nüchtern heute? Ja, ich war mal beim Suchtstopp oder Fastfood, was gönnen. Okay, passt. Tschüss, Günther. Tschüss. Und wie war's? Ganz toll, in der Sobe Mira. Das ist mein Schlüssel. Unten ist immer offen, hat die Dame gesagt. Hoffentlich. Das ist bei Na, schmeckt's, Roman? Vorzüglich. Ja, also wir sind jetzt in Serbien. Wir schauen eigentlich gerade, wie wir weiterkommen. Es hat natürlich viele Komplikationen bei der Grenze gegeben. Unsere eigentliche Idee als Geschäftsreisende nach Serbien einzureisen, ja, hat nicht funktioniert. Ja. Robin und ich sind jetzt Transitleute, das bedeutet, wir müssten eigentlich Serbien ja von 12 Stunden wieder verlassen. Nein, das stimmt nicht. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir hier bleiben, das Turnier eben durchfechten. Und jetzt kommt der Pferdefuß, wir dürfen nicht mehr nach Kroatien fahren, direkt aus Serbien, müssen also nach Bosnien. Und von dort müssen wir dann den Günther wieder abholen, den wir in Kroatien gelassen haben. Also es ist eine verzwickte Lage. Ja, wie würdest du jetzt unsere Situation beschreiben? Verzwickt. Aber es gibt Cookies, oder? Es gibt Cookies, das gleicht das eigentlich wieder aus. Darf ich einen Cookie haben? Selbstverständlich. Danke. Schöne Betten, Telefon, Schmuckkiste, schöne Kästen. Hier das Prachtstück, das Bad. Unglaublich schön. Guten Morgen, zweiter Tag unserer Reise. Ich habe miserabel geschlafen. Habe die ganze Zeit von irgendwelchen serbischen Grenzbeamten geträumt. Ja. Robin lacht, aber. Ja, wir haben schon geredet, wie wir jetzt wieder überhaupt nach Österreich kommen können. Mal schauen, wir gehen jetzt mal was essen, schießen uns was rein und dann holen wir uns die Medaillen oder auch nicht. Ja. Also Roland und ich haben jetzt gefrühstückt. Wir sind mittlerweile drauf gekommen, Serbien steht für Schmäh, also das Essen Serbien steht für Schmäh.
wir nennen es netterweise nur mehr Schmähland. Ja, also es ist eigentlich alles irgendwo ein Witz. Sie ziehen den Schmäh auf einer professionellen Ebene durch. Genau, ja, also das waren die Worte, die ich gesucht habe. Und zwar Kaffeetasse und Kaffeeteller oder Tässchenteller. Es passt irgendwie, aber dann doch wieder irgendwie nicht. Also man ist kurz davor, dass man den einen Rand in den anderen steckt und das irgendwie glaubt man, es passt und dann passt es dann doch irgendwie nicht. Also es ist eigentlich, diese Metapher ist für uns Serbien. Ja. So unser schönes Hotel von außen. So ein bisschen das Ambiente, wo wir hier leben oder halt genächtigt haben. А иди у нас. Видите, там выставка будет. Самый сотрудничий подожди. Будем еще раз. 65. Что? Выше. Ты bist zu schwer, ha? So, Robin, erzähl uns, ist das, das jetzt das Frühstück gewesen, oder was? Ja, ich also, bin ja prinzipiell quasi unter 64. Aber ich habe jetzt natürlich ein stolzes Kampfgewicht von 64,8 Kilo gehabt. Aber natürlich kein Problem für den King. Und deswegen bleibe ich jetzt in der Gewichtskasse. Ja, okay, wie? Du hast dich ausgezogen bis auf die Socken, oder? Also, bis auf die Socken und auf die Unterhose rausgezogen. Aha. Hätte ich die Socken und die Unterhose rausgezogen, wäre das natürlich kein Problem gewesen. Ja, Robin. Erstes Turnier, schon nervös. Na, warum nicht? Was soll passieren? Geht schon, Robin! Greif an! Greif an! Ja, ja! Ja, ja, weiter! Geh rein! Geh weiter! Zieh ihn zu dir! Zieh ihn zu dir! Zieh ihn! Bull! Geht schon! Hol den! Ja, ja! Wenn er vorgeht, dann holt er die Single Leg! Bull ihn rein! Bull ihn rein! Geht schon! Geht schon! Hol ihn rein! Komm, komm! Komm, greif an, Robin! Wenn du es nicht tust! Ja, 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 ja! Weiter, 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 weiter! Hoch, 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 hoch! Hoch! Ja! Nicht in die Guard gehen von ihm! Geht schon! Geht schon! Geht schon! Ja, sehr gut! Dreh dich weiter. Genau. Dann ist das super große Karte. Ja, ja, ja. So geht es dem Master of Belgrad. Ja, Tascha kann er immer noch packen, obwohl er gewonnen hat. Ja. Zumindest die Silbermedaille hat er geholt. Ja. Ja, das ist ja schon ziemlich schwierig, die Tasche zu machen, weil die Silbermedaille so schwer ist. Ja,
die Bürde, gell, des Hungers. Sehr gut gekämpft, ja. Wie fühlt man sich jetzt danach? Besser. Ja, besser inwiefern? Ja, wir haben ja doch eine lange Fahrt gehabt oder eine beschwerliche Anreise. Ja. Und ich, keine Ahnung, war ich nicht mehr so im Fight-Modus. Nicht mehr oder dauernd? Ich wollte es eigentlich nur mehr hinter mich bringen dann. Ja. Dann kurz vorm Kampf bin ich dann wieder in den Modus gekommen. Kam Sound siehst du ja. Einmal, zweite Mal dann nicht mehr. Ist gut, oder? Trotzdem. Ja, ich würde sagen, von dem ersten Wettkampf kann man lassen. Diesmal stehen wir vor der serbisch-bosnischen Grenze. Es wird spannend, ja. Wir haben ja unsere 12 Stunden. 6,5 Stunden überschritten. Ja, also unsere 12 Stunden Frist haben wir 6,5 Stunden überschritten. Wir haben es jetzt nach Bosnien geschafft, wir sind jetzt an der Grenze, zweite Grenzübergang. Es ist auch ein bisschen ein Schmähland, haben wir festgestellt. Es sind 4 Spuren, davon ist nur eine offen. Das liegt nicht. Wieder okay. 2 Stunden später. ein bisschen ja. Und, wie geht's? Ah, ja, gut, selbst. Das auch da. Ja. Das ist ein bisschen schwerer, Mann. Ja, da ist der Witz, ja, das ist vom Daniel Petrovic. Ja, ja. So, jetzt haben wir wieder an der Grenze, wo alles begonnen hat. Kurz vor Slowenien. Vor uns liegt Günthers Reisepapiere. Nein, aber das einzige Problem war jetzt gewesen, dass ich die Abbleibung gemisst hat. Wegen Traffic-Shit. Oder wegen Transit. Ja. Ja, das ist halt, das ist ein Schmähstatus, der Transit-Status. Ja. Ja. I lost my passport. This is a copy of it. I already called the embassy. But they told me I should go to Vienna and do a new one, make a new one, because they can nothing do today for me. Where are you living? In Graz. Graz? Yes. Haben Sie Aufenthalt? ZMR meinen Sie? Nein, aber ich habe einen Führerschein. Thank you. Du bist hier Anzeigskasse.